Ja, sehr geehrte Damen und Herren und natürlich sehr geehrter Herr Dr. Limacher, es freut mich sehr, heute Abend an Ihrer Fachhochschule sprechen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ohne Tradition kein Fortschritt, sagt man. Ebenso verlangt Fortschritt aber auch, einschneidende Veränderungen frühzeitig zu erkennen und sich in geeigneter Weise danach auszurichten. Traditionen werden ganz allgemein betrachtet in der gesamten Schweiz und vielleicht besonders in den eher ländlichen Gegenden mit großer Hingabe gehegt und gepflegt. Tendenziell hängen wir gerne am Althergebrachten. Und trotzdem sind alle Schweizer auch gegenüber Neuem immer sehr aufgeschlossen, sofern es denn nicht vom Alten abweicht. Zu dieser Einsicht, wie Sie sich vorstellen können, kam ich wieder am 9. Februar dieses Jahres, als die Masseneinwanderungsinitiative der SVP angenommen wurde. Ob sich unser Land diesen Volksentscheid wirklich leisten kann? Die Meinungen darüber sind bekanntlich geteilt, vielleicht sogar auch hier in diesem Raum. Was sich die Schweiz hingegen offensichtlich leisten kann und was sich die Europäische Union zwangsläufig leisten muss, sind die abertausend sehr kostspieligen Arbeitsstunden, die nun beidseitig aufgewendet werden, um vielleicht doch noch einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation zu finden. Die Debatte über die Personenfreizügigkeit wird noch lange andauern und eine weitere Volksabstimmung ist nicht ausgeschlossen. Wir können uns kaum vorstellen, in welcher Dimension hier zusätzlicher Aufwand im Entstehen ist. Ein derart unverhältnismäßig großer und lang anhaltender Korrekturaufwand kann in der Politik vielleicht durchgehalten werden, in einem privaten Unternehmen jedoch nicht. Wenn eine Firma den für sie entscheidend wichtigen Anschluss verpasst hat, kann sie sich meistens nicht mehr selber retten. Sie kann höchstens noch mit fremder Hilfe überleben. Und der Fremde, der hilft, ist dann vielleicht doch nicht mehr ganz so fremd. Denn in manchen Fällen hatte man den Helfer schon zuvor als starken Konkurrenten kennengelernt. Solche Gefahren drohen selbstverständlich auch Giersberger. Insofern ist die Wahrung der Unternehmenstradition und gleichzeitig innovativ wandlungsfähig zu bleiben für unsere Unternehmensgruppe der erfolgsentscheidende Spagat geworden. Ich bezeichne es als die Kombination von Tradition und Transformation. Sie begann für Giersberger vor exakt 125 Jahren in dieser Stadt. Noch keine 23 Jahre alt, investierte Johann Heinrich Giersberger im Jahr 1889 seine gesamten Ersparnisse in die Gründung der Drechsleiwerkstatt Heinrich Giersberger. Das war am damaligen Weinberg, wo sich heute das Kinderspital der Stadt Zürich befindet. 3 Jahre später mietete er eine größere Werkstatt und installierte seine erste Werkbank mit Dampfantrieb. Das verdiente Geld wurde erneut investiert. Im Jahr 1900 erwarb Heinrich Giersberger eine Liegenschaft an der Neptunstraße in Zürich-Hottingen. Mit einem Pianostuhl lancierte er in 1907 sein erstes höhenverstellbares Sitzmöbel. 3 Jahre später erhielt Heinrich Giersberger in 1910 sein erstes Patent bestätigt. Seine selbstständig entwickelte Mechanik ermöglichte die schnelle und stufenlose Höhenverstellung mit einfachster Bedienung. Unter Anwendung seiner damals patentierten Technik wurden während mehr als 60 Jahren stufenlos höhenverstellbare Bürodrehstühle produziert. Um seinen Betrieb weiter vergrößern zu können, erwarb Heinrich
Kirsberger im Jahr 1912 in Zürich ein Werkstattgebäude mit angrenzendem Wohnhaus an der Hottinger Straße. Von dieser wichtigen Betriebserweiterung konnte er jedoch nur noch 7 Jahre profitieren. Er erkrankte schwer und verstarb im Alter von nur 53 Jahren. Nach dem frühen Tod des Gründers übernahm sein Sohn Wilhelm im Jahr 1919 die Geschäftsführung. Er war damals auch nur 25 Jahre alt. Später kamen die Weltwirtschaftskrise und darauf folgend die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges, die in der Schweiz vor allem natürlich wirtschaftlich spürbar waren. Anstrengungen, um Aufträge zu sichern, und Sparsamkeit prägten den Alltag. Trotzdem wurde in die Entwicklung investiert. Inspiriert von damals Bauhaus gewannen einfache und klare Formen sowie ergonomieorientierte Funktionen an Bedeutung. 1947 baute Wilhelm Kirsberger ein neues Fabrikgebäude an der Tramstraße in Zürich-Schwammendingen. Mit einem modernen Maschinenpark in hellen Räumen schaffte er fortschrittliche Arbeitsbedingungen für die Serienproduktion. Es gelangen ihm Entwürfe, die in hohen Stückzahlen gefertigt wurden. Unter diesen Erfolgsmodellen waren auch Stühle aus dampfgebogenem Massivholz. Die Stühle dieser Bauart waren äußerst robust, in vielen Farbausführungen erhältlich und dadurch vielseitig einsetzbar. Durch seinen unermüdlich hohen Einsatz geschäftlich gut etabliert und finanziell unabhängig, jedoch von schwerer Krankheit gezeichnet, verstarb auch er mit 59 Jahren. Das war im Jahr 1953. Vor seinem Tod traten die Söhne Wilhelm und Heinrich Kirsberger in die Firma ein. Auch sie waren damals nur gerade 26 und 24 Jahre alt. Aber trotz ihres jungen Alters wagten sie einen großen Schritt. Denn der Betrieb in Zürich-Schwammendingen konnte aufgrund von Platzmangel und teuren Landpreisen nicht erweitert werden. Die unkonventionelle Suche nach verkehrstechnisch gutem und preisgünstigem Industrieland endete in der Gemeinde Bützberg, das ist bei Langenthal im Kanton Bern. Nach 5 Monaten Bauzeit wurde der gesamte Betrieb von Zürich nach Bützberg verlagert und bis auf eine Person folgten alle Mitarbeitenden der Firma in den Kanton Bern. Die darauf folgende Zeit war sehr herausfordernd, denn die Zinslast und die Amortisationszahlungen zum Abbau der Bankkredite wogen schwer. Alles, was nicht zwingend notwendig war, wurde eingespart. Ein Beispiel: Mein Vater Heinrich und sein Bruder Wilhelm teilten sich ein Auto. Wenn einer von ihnen mit dem Auto bei Kunden zu Besuch war, fuhr der andere mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das Geld, das übrig blieb, wurde konsequent zur Entwicklung neuer Modelle, zur Steigerung der Produktivität sowie in Verkauf und Marketing investiert. Nicht alles gelang. Als sie zum ersten Mal an der damaligen Mustermesse in Basel mit einem Stand vertreten waren, verkauften Wilhelm und Heinrich Kirsberger während der gesamten Messedauer keinen einzigen Stuhl. Die Fachhändler hatten damals die jungen Zürcher bewusst ignoriert. Hartnäckig machten sie trotzdem weiter. Schließlich kam der Umsatzzuwachs und sukzessive auch die Verbesserung der Ertragslage. 1963 gründeten Heinrich und Wilhelm Kirsberger ihren ersten Fertigungsbetrieb im Ausland. Die Anfänge der deutschen Kirsberger GmbH in Endingen, das liegt in Baden-Württemberg, waren allerdings sehr bescheiden. In einem älteren Gebäude montierten nur 4 Mitarbeitende Büro- und Konferenzstühle sowie Sitzgruppen für den Empfangsbereich. Der Erfolg stellte sich jedoch rasch ein und die deutsche Tochtergesellschaft begann zu wachsen. 10 Jahre später
war es ein im Design, Konstruktion und im Materialkonzept revolutionäres Produkt, welches die Firma quasi in eine neue Dimension führte. Denn mit der Modellreihe 5600 entstand der erste Bürodrehstuhl mit tragenden Bauteilen ausschließlich aus Stahl, Aluminiumdruckguss und Kunststoff-Spritzgusskomponenten. Die für die Fertigung dieses damals völlig neuartigen Bürodrehstuhls musste die Firma erstmals viel Geld in den Bau von Spritzgusswerkzeugen investieren. Aber es lohnte sich. Die Modellreihe 5600, damals auch bekannt unter der Bezeichnung Hirsberger Eurochair, wurde international zum Verkaufsrenner. Dieser Erfolg ermöglichte es Heinrich und Wilhelm Hirsberger, die Expansion der Firma im In- und Ausland schrittweise voranzutreiben. Die Fertigungsstandorte in der Schweiz und in Deutschland wurden zügig ausgebaut. Mit der Gründung der Hirsberger Industries entstand 1979 auch in den USA ein Produktionsbetrieb. Es folgten Eröffnungen von Verkaufsniederlassungen im europäischen Ausland sowie auch die Gründung eines Joint Venture Produktionsbetriebes in der Türkei. Den Rückblick aus heutiger Sicht zusammengefasst: Während den 125 Jahren waren es früher vor allem die mehr verbreitete Armut, die Weltwirtschaftskrise, zwei Weltkriege und später der damals risikoreiche Wegzug aus Zürich, die meinen Vorgängern aufzwangen, was sie im Unternehmen zu tun hatten, was sie jeweils verändern mussten. Aber auch in schwierigeren Zeiten stand bei ihnen nicht nur im Vordergrund, was sie zu tun hatten, sondern noch viel mehr, wie sie es taten. Es war ihnen wichtig, stets die richtige Balance zwischen ökonomischem Erfolg und sozialer Verantwortung zu finden. Auch wenn das Geld manchmal noch so knapp war, so haben sie trotzdem kein einziges Mal Mitarbeitende aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Drei Generationen lang. In der vierten Generation, das heißt unter meiner Verantwortung, ist mit dieser Tradition leider erstmals gebrochen worden. Die Anzahl der Mitarbeitenden, die wir während der letzten durch die Bankenkrise verursachten Wirtschaftsflaute entlassen mussten, war zwar gering. Wir bezahlten auch Abfindungen, die deutlich über die arbeitsvertraglichen Bedingungen hinausgingen. Doch jede damals entlassene Person war eine zu viel. Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten sind es heute völlig veränderte Branchenverhältnisse und die globalisierte Marktwirtschaft, die uns diktieren, was wir zu tun haben, was wir in zunehmend höherem Tempo verändern müssen. Wie wir es tun und wie wir etwas verändern, liegt jedoch auch in der heutigen Zeit unverändert in unserer Hand. Deshalb legen wir bei Hirsberger heute und in Zukunft großen Wert darauf, möglichst immer die richtige Balance zwischen ökonomischem Erfolg, sozialer Orientierung und ökologischer Verantwortung zu finden. An dieser grundsätzlichen Unternehmenstradition wollen wir unbedingt festhalten. Ebenso sehr wollen wir natürlich auch unsere geschäftliche Zukunft sichern. Dazu müssen wir uns in unserer täglichen Arbeit zunehmend flexibel und vor allem aber auch strategisch wandlungsfähig bleiben. Im Januar 1995 konnte ich von meinem Vater und meinem Onkel die Leitung einer Firma übernehmen, welche für die Zukunft bestens gerüstet war. Nennenswerte Leistungsdefizite waren damals nicht auszumachen. Die Kassen waren gut gefüllt und die betriebliche Leistungsfähigkeit gewährleistet. Die perfekte Ausgangslage, würde man sagen. Kaum hatte ich jedoch damit angefangen, mich mit der Möbelbranche vertraut zu machen, begann sich diese grundlegend zu verändern.
Zunächst etwas schleichend und dann mit zunehmend höherem Tempo. Die Dynamik und Komplexität dieser tiefgreifenden Veränderungen habe ich damals unterschätzt. Fälschlicherweise war ich davon überzeugt, die über Jahrzehnte erfolgreich vorangegangene Expansion als einer der international führenden Bürostuhlhersteller weiter vorantreiben zu müssen. Die Folge waren teilweise falsche Entscheidungen in der Produktgestaltung, in Vertrieb und Marketing. Trotz meiner anfänglich zum Teil fehlerhaften Einschätzungen entstand zum Glück aber kein wirtschaftlicher Schaden, den wir nicht selber hätten verkraften können. Aber wir verloren Zeit. Wertvolle Zeit, die wir brauchten, um das Unternehmen auf die sich grundlegend verändernden Marktverhältnisse neu auszurichten. Nach dieser anfänglichen, wie ich es nenne, Lernphase, reagierten wir jedoch umso schneller und entwickelten den Projektplan Corporate Profile. Dieser wurde in die 8 Bereiche Produktsortiment, Markenführung, Beschaffung, Produktion, Verkauf, Mitarbeiter, Informatik sowie Finanzen und Controlling unterteilt. Für jeden dieser 8 Bereiche wurden klare Zielsetzungen und Maßnahmen definiert, welche im Rahmen der rollenden Wirtschaftsplanung fortlaufend angepasst und natürlich auch ergänzt wurden. Anstatt auf Expansion des damals einzigen Kerngeschäftes zu setzen, begannen wir damit, das Unternehmen strategisch neu auszurichten. Wir gestalteten die Wandlung von Giersberger Bürositzmöbel hin zum spezialisierten Leistungsträger in mehreren, jedoch klar definierten Marktnischen. Unter der Vorgabe, dass wir an unserer grundsätzlichen Unternehmenstradition festhalten wollen, war das Anschieben dieses aufwendigen Wandlungsprozesses von entscheidender Wichtigkeit. Die aktuelle Marktsituation verdeutlicht uns dies heute noch mehr als vor ein paar Jahren. Denn auch die Wohn- und Büromöbelbranche ist weltweit vom Verdrängungswettbewerb geprägt. Infolgedessen steigt der Preisdruck kontinuierlich an und stets mehr Hersteller lassen ihre Produkte und die Komponenten ihrer Produkte in Niedriglohnländern fertigen. China ist heute das mit Abstand weltgrößte Herstellerland von Möbeln sowie von Baugruppen für die Möbelherstellung. Im Gegenzug ist die industrielle Möbelfertigung in Westeuropa stark schwindend. Die Folgen sind gut sichtbar. Die Parkplätze bei IKEA, Interio, Office World und anderen Billiganbietern sind prallvoll mit Autos aller Preisklassen. Die Verkaufsräume der Möbelfachgeschäfte mit Qualitätsmarken sind hingegen zunehmend schlecht besucht. Hinzu kommt die für unsere Branche unerfreuliche Entwicklung im Objektbereich. Denn in großen Ballungszentren wie London, Paris, Amsterdam oder Frankfurt haben Tausende von Mitarbeitenden von großen Banken, Versicherungen, Industriekonzernen schon länger keinen persönlichen Büroarbeitsplatz mehr. Die hohen Quadratmeterkosten in den Wirtschaftszentren machen den Firmen zu schaffen. Durch Gestaltung der non-territorialen Bürokonzepte senken sie ihre Kosten durch optimierte Nutzung der reduzierten Büroflächen. Mit zeitlicher Verzögerung hat diese Entwicklung inzwischen auch in der Schweiz Einzug gehalten. UBS und Credit Suisse waren die Vorreiter. Jetzt folgen auch die Post, die SBB, Swisscom sowie weitere große Firmen und Organisationen. Durch diesen unaufhaltsamen Trend bedingt werden deutlich weniger Büromöbel benötigt. Hinzukommend reduziert das papierlose Büro massiv den Bedarf an sogenannten Staumöbeln. Das dadurch rückläufige Marktpotenzial verschärft den ohnehin schon starken Preisdruck
um nochmals eine Stufe. Diese für uns etwas sorgenvolle Entwicklung führt natürlich zur Frage, wie sich die Gersberger Gruppe in diesem harten Umfeld auch in Zukunft am internationalen Markt behaupten kann. Bürositzmöbel bleiben trotz rückläufigem Marktpotenzial unser Kerngeschäft. Im Bereich Office Seating, der Bereich Office Seating ist unverändert unser größter Umsatzträger. Dementsprechend werden wir auch in Zukunft immer bestrebt sein, auf diesem Gebiet zu den führenden Anbietern zu gehören. Gleichzeitig müssen wir die damit verbundenen finanziellen Risiken, das sind vor allem hohe Werkzeugkosten, abfedern, indem wir uns in anderen Marktnischen schrittweise fest etablieren. Dies auf Spezialgebieten, die vor allem unsere großen und in Asien beschaffenden Wettbewerber nicht gut abdecken können. Im Zug dieser Fokussierung auf bestimmte Marktnischen entstand unter anderem das Konzentrat Gersberger Dining. Seither sind wir im Wohnbereich stark auf den Mittelpunkt jedes Hauses und jeder Wohnung konzentriert, den Esstisch. Für diesen zentralen Wohnbereich bietet Gersberger Dining eine außergewöhnliche Kollektion an Massivholztischen, Sideboards, Stühlen und Sitzbänken. Mit Customized Furniture fokussieren wir eine weitere Marktnische. Hier realisieren wir komplette Sitz- und Tischlandschaften nach den individuellen Vorstellungen und Entwürfen von Architekten und deren Kunden. Dadurch entstehen maßgeschneiderte Sondermöblierungen für Empfangsbereiche, Lounges, Konferenz- und Schulungsräume oder auch Restaurants und Kantinen. Mit unserem Geschäftsbereich Service and Remanufacturing sorgen wir dafür, dass benutzte Möbel nicht entsorgt werden, sondern länger in Gebrauch bleiben. Durch die vollumfängliche Restauration von Sitzmöbeln fast jeder Marke und die industrielle Wiederinstandsetzung bis zu hohen Stückzahlen stellen wir gepflegtes Aussehen wieder her und sichern damit Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit. Auch dies ist eine Spezialität von Gersberger. Im Bereich Holzhandel beliefern wir Schreinereibetriebe sowie andere Hersteller mit qualitativ hochwertigen Edelhölzern. Der Vorteil für unsere Kunden besteht darin, dass das zur Verarbeitung fertige Holz auftragsbezogen und in der gewünschten Qualität sehr kurzfristig geliefert wird. Für die Abnehmer entfällt somit die kapitalintensive Bevorratung und Trocknung. In Koblenz, nahe der Grenze zu Deutschland, verfügen wir über Lagerhallen und Trocknungsanlagen sowie einen Lagerbestand von über 3.500 Kubikmetern Luft- und kammergetrocknetem Holz. Und schließlich mit unserer Zweitmarke Zoom bei Mobimex erreichen wir im Wohn- und Objektbereich die besonders anspruchsvollen Kunden in der Spitze des obersten Marktsegments. Dort, wo die Umsätze zwar kleiner sind, aber die Erträge etwas besser. Dies kann nur eine völlig eigenständige Marke. Wenn sie ihre Eigenständigkeit verlieren würde, so ginge automatisch auch die so wichtige Ausstrahlung von exklusiver Hochwertigkeit verloren. Zoom bei Mobimex ist vor allem in der Schweiz und in Deutschland die führende Marke für besonders designorientierte Massivholzmöbel. Darüber hinaus gestaltet und fertigt Zoom bei Mobimex repräsentative Büro- und Konferenzräume auf der ganzen Welt. Von der Konzeption bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe einschließlich der gesamten Multimedia-Technik. Mit diesen sechs Geschäftsbereichen ist die Gersberger Gruppe gezielt
auf einzelne Marktnischen fokussiert, in denen wir unsere Innovationskraft, die kurzen Beschaffungswege und unsere ausgeprägte Fertigungstiefe mit hohem Kundennutzen zur Geltung bringen können. Es entstehen ausschließlich langlebige Produkte von hoher Qualität bei sozialgerechter und umweltschonender Produktionsweise. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns in drei Punkten ganz wesentlich von unseren Wettbewerbern. Denn wir lassen nicht nur produzieren, sondern verfügen über die eigene, unüblich hohe Fertigungstiefe. Unsere Lieferanten sind zu über 90% im Umkreis von maximal 600 Kilometern unserer Fertigungsbetriebe angesiedelt. Mit Ausnahme einer Joint-Venture-Produktion außerhalb von Istanbul, von wo der türkische Markt beliefert wird, befinden sich unsere Fertigungsbetriebe ausschließlich in der Schweiz und in Deutschland, also in Hochlohnländern mit sozial gerechten Arbeitsplätzen und umweltschonenden Arbeitsabläufen. Diese Unterscheidungsmerkmale ermöglichen es auch, dass wir die Vorgaben und Richtlinien der Global Reporting Initiative erfüllen und in der GRI-Anwendungsebene mit B+ zertifiziert sind. Der vollständige und detaillierte Giersberger Geschäftsbericht zur Nachhaltigkeit ist nebst der gedruckten Version ebenfalls auf unserer Homepage im Internet verfügbar. Wie viel unsere Bestrebungen zur nachhaltigen Unternehmensführung tatsächlich zum Geschäftserfolg beitragen, wir wissen es nicht. Aber wir wissen sehr wohl, wie aufwendig und kostentreibend es für uns ist, mit individuell abgestimmten Marketinginstrumenten gezielt unsere potenziellen Kunden zu erreichen. Nun mögen Sie fragen, wer ist denn die ideale Giersberger Kundin? Als Privatperson muss sie nicht zwingend wohlhabend sein und auch als internationale Organisation oder Großkonzern darf sie durchaus kostenbewusst geführt sein. Hingegen erfüllt die ideale Giersberger Kundin zwei andere für uns entscheidende Voraussetzungen. Erstens, sie legt großen Wert auf wertbeständige Möblierungen in zeitlos modernem Design. Und zweitens, für Giersberger besonders wichtig, zudem will sie beim Kaufentscheid auch die Gewissheit haben, dass ihr Lieblingsstück bis ins Detail ökologisch einwandfrei und unter sozial gerechten Arbeitsbedingungen entstanden ist. Privatpersonen und im Objektbereich, die Entscheider mit genau diesem Profil, sind unsere Kundenzielgruppe. Wenn wir diese Kunden mit genau diesem Profil erreichen, kommt es jeweils fast immer zum Auftrag. Aber eben, wir müssen die Kunden mit diesen Ansprüchen immer wieder finden bzw. erreichen können. Wirklich nachhaltige Unternehmensführung ist nach meiner Auffassung nebst der Finanzkraft primär eine Frage der persönlichen Überzeugung, der richtigen Prioritäten und des Durchhaltens in der konsequenten Umsetzung. Man erreicht kontinuierlich seine Nachhaltigkeitsziele, wenn genügend finanzielle Ressourcen und der Durchhaltewille vorhanden sind. Bedeutend schwieriger ist es in unserem Fall, die Errungenschaften auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit verkaufsfördernd wirksam zu machen. Ich kann es Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. Nachdem Besucher bei uns an einer Betriebsbesichtigung teilgenommen haben, höre ich immer und immer wieder die gleichen Aussagen. Das hätte ich nie gedacht. Ich bin überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass bei Giersberger mit so viel Sorgfalt alles im eigenen Haus nicht nur entwickelt, sondern auch gefertigt wird. Natürlich freuen uns diese Komplimente jedes Mal. Ebenso zeigen sie uns jedoch in aller Deutlichkeit auf, dass wir im Bereich des Marketings noch viel zu tun haben. Unser aktuelles Defizit auf den Nenner gebracht: Wir sind zweifellos einzigartig. Im globalisierten Möbelmarkt verfügt Giersberger über ein unvergleichliches Leistungsangebot. Es gibt weltweit
keinen Wettbewerber, der so konsequent auf die gleichen Marktsegmente fokussiert ist wie wir. Nur wissen dies leider noch viel zu wenige. Daran haben wir noch intensiv zu arbeiten. Denn alles, was ich bisher zur Nachhaltigkeit gesagt habe, ist richtig und wichtig für die Identität und das Image der Marke Girsberger. Dies ist die eine Erkenntnis. Noch bedeutender ist jedoch die Tatsache, dass es allem voran die Produkte sind, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Das Bild, welches Außenstehende von der Marke Girsberger haben, wird zuallererst natürlich durch die Produkte geprägt. Ohne herausragende Produkte entsteht keine starke Marke. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Weil wir nicht zu den preisgünstigen Anbietern gehören, ist es für Girsberger besonders wichtig, dass sich unsere Produkte gut erkennbar vom Wettbewerb unterscheiden. Noch besser ist es, wenn sie darüber hinaus über eine starke Idee verfügen, über die man reden kann. Deshalb versuchen wir in der Produktentwicklung mit 26 Mitarbeitenden in Design, Konstruktion und Modellbau immer wieder den Quantensprung. Wenn wir dann im Verlauf des Entwicklungsprozesses daran glauben, dass der Quantensprung gelingen könnte, so geben wir den Bau der Werkzeuge frei, die zur industriellen Herstellung der Schäume, der Aludruckgusskomponenten und der Kunststoffspritzgussteile benötigt werden. Im Fall einer neuen Büro-Drehstuhlreihe übersteigen diese Investitionen in den Werkzeugbau jeweils sehr schnell die Millionenhöhe. In Anbetracht dieser hohen Vorlaufkosten für Entwicklung und Werkzeugbau müssen wir von einem einzelnen Drehstuhlmodell, also nur von einem Modell, pro Arbeitstag mindestens 150 Stück verkaufen, damit sich dieses Modell überhaupt rentiert. In den letzten 15 Jahren ist uns dies in zwei Fällen deutlich misslungen. Die Modellreihen Yes und AL3 haben uns in Entwicklung und Werkzeugbau in beiden Fällen jeweils über 3 Millionen Franken gekostet. Ihre Verkaufszahlen waren zwar konstant, aber leider, wie Sie erraten, konstant zu niedrig. Dadurch wurden Ihre Entwicklungskosten und die Investitionen in die Werkzeuge nie amortisiert. Sie mussten größtenteils abgeschrieben werden. Misserfolge in unserer Produktentwicklung werden auch in Zukunft nicht ausbleiben. Sie sind unausweichlich, wenn unkonventionelle und innovative Produktkonzepte verfolgt werden. Dieses Risiko werden wir auch weiterhin eingehen müssen. Denn ohne Mut zum Risiko entsteht nichts, was herausragend sein könnte. Das Herausragende, der Quantensprung, gelingt uns offensichtlich nicht immer. Jedoch macht der Blick auf einige erfolgreiche Girsberger Produkte unseren Innovationsanspruch deutlich. Ich denke, dass unsere Innovationskraft vor allem aus unserer Unternehmenskultur resultiert. Das Ziel, fortlaufend Neues zu entwickeln in Form einzigartiger Modelle und verfeinerter Fertigungsmethoden, ist ein grundsätzlicher Anspruch bei Girsberger und vor allem der persönliche Anspruch unserer Mitarbeitenden. Ja, natürlich sind wir, wie alle anderen Firmen, fortlaufend bestrebt, unsere Innovations- und Entwicklungsprozesse noch effizienter zu gestalten. Denn ohne gezielte Steuerung und ohne Kostendisziplin funktioniert es auch in der Produktentwicklung nicht. Trotzdem sind diese Bestrebungen nach permanenter Prozessoptimierung gemäß meiner persönlichen Erfahrung nur die eine Notwendigkeit. Als ebenso entscheidend erachte ich es, dass ein paar wenige, jedoch umso wichtigere Grundvoraussetzungen gewährleistet sind, damit stets wieder neue Ideen entstehen und ins Ziel gebracht werden können.
Auf die Innovationsprozesse der Giersberger Gruppe bezogen sind dies folgende fünf Grundvoraussetzungen. Design und Marketing sind gleichberechtigt und unter der Verantwortung von einer Person. Die drei Bereiche Design und Marketing, Produktentwicklung und zentrale Beschaffung sind räumlich zusammengefasst. Die Leiter dieser Abteilungen arbeiten Tür an Tür. Die kurzen Wege zu Prototypenbau und Produktion werden von allen Mitarbeitenden rege genutzt. Infrastruktur, insbesondere CAD, sind immer auf neuestem Stand. Und der fünfte, allerwichtigste Punkt. Alle Mitarbeitenden dieser Abteilungen genießen besonders viel Spielraum und Handlungsfreiheit. Und vor allem sind sie durch und durch Teamworker. Auf unsere Verhältnisse bezogen sind diese Grundvoraussetzungen sehr zentral, denn sie ermöglichen, dass neue Ideen auch in der Kaffeepause, auf einer Zugfahrt oder auch beim gemeinsamen Mittagessen entstehen. Dass wir dabei nicht alle unsere Ideen zum Erfolg bringen, treibt uns umso mehr an. Meinen heutigen Beitrag zusammenfassend sehe ich im Wesentlichen drei Elemente, auf welche sich alle unsere Überlegungen und Entscheidungen abstützen. Erstens hohe Innovationskraft, konsequente Fokussierung auf klar definierte Marktnischen und drittens messbar nachhaltige Unternehmenslenkung. Mit stetiger Beachtung dieser grundsätzlichen Vorgabe wollen wir auch in Zukunft innovativ wandlungsfähig bleiben und gleichzeitig unsere Unternehmenstradition bewahren. Damit hoffe ich, Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen, dass ich Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen geben konnte. Wie Sie gesehen und gehört haben, schrieb Giersberger in den letzten 125 Jahren eine ziemlich bewegte Geschichte. Damit unsere Geschichte in Unabhängigkeit weitergeht, werden wir ganz bestimmt immer in Bewegung bleiben und ich hoffe, meistens in der richtigen Richtung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke.